Kahn, GHS, hier in Freiburg in der Ausstellung, natürlich auch an der Wand, seit über 35 Jahren dabei und ja. Wir sprechen nicht nur über das Bild, was du heute an die Wand malst, sondern vor allen Dingen über das, was du hier in der Ausstellung mit dabei hast, und das sind Holzskulpturen, ganz interessantes Medium, vor allen Dingen sehr, sehr, sehr detailliert und detailreich, ja. Damit würde ich ganz gerne einsteigen. Wir haben gerade schon ganz kurz drüber gequatscht und ich habe dich gefragt, wie oft gibt es sowas eigentlich, und du hattest gesagt, in der Form wahrscheinlich gar nicht nochmal. Das ist wirklich unique, oder? Das ist wirklich, hast du für dich alleine. Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf der skulpturalen Ebene bin ich sicherlich nicht der Erste, aber in dieser differenzierten Art, in dieser Filigranität, versuche ich dort neue Akzente zu setzen. Und da würde ich schon behaupten, da bin ich der Erste. Ja, dann Grund genug, da mal drüber zu sprechen, warum überhaupt dieses Medium Holz und Holzskulpturen sowieso mal weggehen von diesem Malen. Ich habe gerade schon gesagt, seit über 35 Jahren bist du dabei, malst. Hat Malen irgendwann nicht mehr gereicht, oder warum überhaupt dieser Switch in Richtung Holz? Ja, das Material hat mich sehr fasziniert, und da ist so eine Brücke zu der Frage, mit der ich mich auseinandersetze. Das heißt, wie authentisch bin ich? Wie stark bin ich noch mit meinem reinen Essenz verbunden? Und das Material Holz ist ein sehr natürliches Material, was nicht artifiziell ist, was nicht irgendwie von äußeren Wirkungen verändert wurde. Das heißt, es behält seine Essenz. Und die wahre Essenz zeigt sich ja schon allein schon von der Holzmaserung, von der Holz, was die Farbe angeht, was die Dichte angeht. Das Material ist etwas sehr Originelles. Und bei meinen Arbeiten in Graffiti oder im Stylewriting geht es mir hauptsächlich um Originalität. Ne? Das heißt, die Brücke zu diesem Material war relativ für mich schnell geschaffen. Des Weiteren ist es auch ein Material, was immer wieder mich auf meine Frage hin bewegt, wie authentisch bin ich? Das Natürliche in einem wiederzufinden. Ja? Jetzt ist natürlich der Aufwand viel größer. Also es ist wirklich sehr detailreich, kann man hier in der Ausstellung ja einige sehen. Wie lange dauert es, bis so ein Werk da entstanden ist, im Gegensatz zu einem Graffiti? Es ist deutlich aufwendiger. Du kannst dir so vorstellen, du hast es so schön selber gesagt, seit 35 Jahren male ich. Und wenn wir früher so ein Piece gemacht haben, ein schnelles Piece, da warst du in einer halben Stunde oder einer Stunde fertig. Oder aber auch, je nachdem, wo du gemalt hast, wie du gemalt hast. Und dann gibt es natürlich Pieces, wo du dann 4 bis 8 Stunden gemalt hast. Das alles ist noch relativ wenig Zeit. Im Gegensatz zu dieser Skulpturen oder zu der einen Skulptur vorne, zum Beispiel bei der Ausstellung, da habe ich 4 Wochen daran gearbeitet. Und die 4 Wochen kannst du dir so vorstellen, dass ich am Tag zwischen 4 bis 8 Stunden arbeite. Also das heißt immense Arbeitszeit. Nicht zu vergleichen mit einem Piece. Wie entsteht das? Also ist dir davor schon klar, wie das am Schluss aussehen soll? Oder ist das auch während der Arbeit, hast du dann die Idee, es wird ja zusammengesetzt, wenn ich es richtig sehe, genau, aus unterschiedlichen Teilen. Gib mal einen Blick in so einen Entstehungsprozess. Der Entstehungsprozess ist so, also ich fange tatsächlich an, dieses Grobe auf der Skizze, auf dem Blatt irgendwie anzulegen. Und das mag ich sehr, einen groben Gerüst zu haben. Ja? Aber ich bin nicht festgelegt auf diesen groben Gerüst, sondern es gibt mir lediglich einen Rahmen. Aber aus diesem Rahmen gehe ich natürlich raus, indem ich einfach ausprobiere im Prozess. Ja? Und das finde ich das Geile, genauso wie an der Wand, dass man an der Wand, ich male gerade an der Wand, und da habe ich gemerkt zum Beispiel, da ist an der Wand, auf der einen Seite sind sehr viele Elemente und auf der linken Seite nicht so viele. Das heißt, da habe ich gedacht, okay, das werde ich jetzt ein bisschen erweitern. Das Gleiche kann ich auch natürlich auf der skulpturalen Ebene machen. Nur das Besondere auf der skulpturalen Ebene ist, jeder Writer aus meiner Sicht, ist meine Behauptung, will eigentlich sein Piece so machen, dass es lebendig wird, originell den Raum einnimmt. Das ist im Grunde mein Hauptmerkmal von Stylewriting. Wir wollen einen öffentlichen Raum gestalten. Und auf der skulpturalen Ebene nimmst du ja auch einen Raum ein. Das heißt, auch da war die Brücke nicht so groß mehr. Ja? Und was ich dir jetzt nochmal sagen will, da kann ich natürlich auch nochmal schauen, im Prozess, was will ich noch verändern? Ja? Weil das entsteht ja meines Erachtens im Geschehen. Ja? Wenn ich da zu festgelegt wäre, wäre das nicht so meins. Da will ich mir meine Freiheit noch beibehalten. Du hast jetzt ganz viel mit Writing auch verglichen. Das heißt, die Denke, der Denkprozess, der Kreativitätsprozess, der ist eigentlich der gleiche, oder muss man da ganz anders denken? Hat sich da was verändert bei dir? Ich will gar nicht anders denken. Ja? Das ist, was du meinst mit authentisch. Ja? Da will ich eine bewusste Entscheidung setzen und eine bewusste Markierung machen. Ja? Also ich will mich gar nicht verstecken, sondern die Originalität
und die Art und Weise, die Roots, be true to your roots. Ja? Also letzten Endes will ich das schon in meinen Arbeiten zeigen. Und hat die Arbeit mit Holz, deine Skulpturen, hat das Einfluss gehabt auf dein Writing? Hat sich da was verändert? Definitiv, definitiv. Also die Art und Weise, wie ich denke, hat sich verändert. Wie ich an eine Skizze herangehe, hat sich verändert. Das heißt, das Medium hat mich potenziert in meiner Kreativität. Und das öffnet wieder eine ganz neue Türen, ja, wie ich an Skizzen rangehe. Das finde ich genial. Ja. Also heute, wenn ich auf eine Skizze mache, überlege ich mir manchmal, oh Mann, wie bin ich bloß damals vor 20, 25 Jahren nicht drauf gekommen? Wieso habe ich das damals so nicht gemacht? Aber diesen Mindset, den hatte ich noch nicht. Durch die skulpturalen Ebene habe ich mein Bewusstsein verändert. Gab es einen bestimmten Moment, dass du gesagt hast, jetzt traue ich mich an das Holz ran? Also gab es da irgend so den Moment, kannst du dich noch an die erste Holzskulptur erinnern? Ja, ich kann mich daran erinnern. Es war sehr, wie soll ich sagen, mit zwei linken Händen so ein bisschen. Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen handwerklichen Beruf oder sowas. Ich komme mehr aus der Geisteswissenschaft. Und das war neu für mich, ja, mit diesem Material zu arbeiten. Ich habe das alles erarbeitet. Ja, wie arbeite ich mit den Stemmeisen? Wie arbeite ich mit den ganzen unterschiedlichen Sägevorrichtungen? Das war alles neu für mich. Allein das Holzmaterial ist ja sehr unterschiedlich. Ja? Ja, und das war nicht einfach. Ne? Die ersten Versuche sind auch nicht gut gelungen. Ja? Das heißt, ich habe es dann immer mehr sind die Arbeiten besser geworden. Ja? Jetzt kann ich deutlich dahinter stehen. Ist wie beim Writing am Anfang auch. Die Pieces am Anfang sind nicht proportional gut. Die Symmetrie stimmt nicht, die Proportion stimmt nicht. Die Komposition ist nicht gut ausgedacht. Das Gleiche hat sich natürlich auch bei meinen ersten Skulpturen hat sich gezeigt. Ja? Aber das ist im Grunde genommen ein Werden in der Professionalität. Wie lange machst du das jetzt? Also wann war die erste Holzskulptur? Wenn du jetzt sagst, jetzt kannst du so richtig dahinter stehen, wie lange hat dieser Prozess gedauert? 2 Jahre. 2 Jahre. Writing machst du schon deutlich länger. Wir haben es jetzt gerade schon gesagt, 35 Jahre. Ja. Wie fühlt es sich anders an, wenn so eine Skulptur fertig ist, im Gegensatz dazu, wie es sich anfühlt, wenn so ein Piece fertig ist? Also, wow, gute Frage. Das Ding ist, die Skulptur hat für mich persönlich eine Form der Beständigkeit. Beim Writing ist Beständigkeit eine so gut, das gibt es fast so gut wie gar nicht. Obwohl, das kann man nicht immer unterschreiben. Es gibt Pieces in Berlin, die sind seit 30 Jahren in Berlin. Und keiner traut sich oder wagt es, darüber zu gehen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ne? Es ist letzten Endes auch eine Spur zu hinterlassen. Diese Spur hinterlassen in der, wie soll ich sagen, vergänglichen Welt, ist die Arbeit auf der skulpturalen Ebene noch ein weiterer Schritt. Ja? Das heißt, ich bin jetzt kurz vor 50, ja? Das heißt, natürlich beschäftigt man sich auch mit der Vergänglichkeit und die skulpturalen Ebene gibt mir nochmal einen weiteren, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit, mich dagegen zu arbeiten. Ja. Mhm. Man sieht es aber an deinen Fingern. Du hast ja gerade gesagt, du stehst tatsächlich eigentlich gerade draußen und malst auch draußen. Ist ja auch Teil der Ausstellung, dass da draußen auch was entsteht. Ich gehe mal davon aus, die Bilder werden eine Zeit lang da bleiben und nicht gleich wieder weg sein. Ob es jetzt 30 Jahre sind, sei mal dahingestellt, vermutlich nicht. Anders ist es mit den Ausstellungen. Du hast ja gerade selbst gesagt, ist eher vielleicht ein bisschen mehr für die Ewigkeit. Was hast du denn alles hier mitgebracht in die Ausstellung? Was kann man von dir hier sehen? Also tatsächlich habe ich meine Pure Wood Serie mitgebracht. Und ein paar Arbeiten, wo ich mit Spraypaint und tatsächlich mit Holz zusammen kombiniert die Arbeiten umgesetzt habe. Alle Arbeiten, die ich mitgebracht habe, sind auf der skulpturalen Ebene. Mhm. Ne? Ganze Menge, die man hier sehen kann. Auch hoher Besuch, also das Line-Up zusammengewürfelt ist echt, findet man nicht allzu oft. In der Form, jetzt habe ich schon ganz oft den Begriff Legenden gehört, hier im Laufe des Tages immer wieder. Fühlst du dich selbst als Legende? Fühlt es sich an wie ein Legendentreffen? Ist euch so ein Standing bewusst? Lebt man das? Oder sagt man, eigentlich sind wir doch ganz normal? Was sagen immer alle hier? Legends? Naja, es rührt mich sehr an. Alleine wenn du das jetzt verwendest, merke ich, das trifft mich emotional. Ja? Und das macht was mit mir. Ja? Und ich mag das. Ne? Weil, wie soll ich sagen, wir alle haben deutlich viel investiert. Ja, also einige von uns haben da jahrelang, jahrzehntelang letzten Endes Power reingesteckt und ich bin froh, dass wir auch das erleben, wenn man die Früchte erntet. Ne? Ne? Und möchte da jetzt nicht ein Überflieger sein, aber ich bin froh darüber. Es macht mich froh.
Ja, viele schauen auch zu euch auf. Ich will jetzt nicht sagen, Pionierarbeit war es in dem Sinne ja keine, aber doch viele Leute mit Sicherheit inspiriert. Jetzt hast du schon gesagt, bei diesen Holzskulpturen, da bist du eigentlich fast alleine auf weiter Flur. Kannst du vielleicht für die Leute, die auch da sich jetzt gerne inspirieren lassen würden, kannst du denen irgendwas mitgeben, irgendeinen Rat mit in die Welt geben? Ja, Openness. Ja, also letzten Endes Offenheit in der Gestaltung, ne? Die Grenzen, die Boundaries durchbrechen, ne? Wagen, auch die Dinge zu machen, die vielleicht nicht gleich bei den ganzen Leuten gut ankommen, eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Das heißt, wenn ich Kritik ernte, nicht gleich zusammenzubrechen, sondern in seiner Authentizität bleiben, beständig bleiben, ne? Seine Linie fortfolgen, also fortführen, so würde ich sagen. Und wagen. Letzten Endes ist es zu einfach, finde ich persönlich, wenn man nur auf einer Ebene die ganze Zeit bleibt. Ja? Das ist eine, du wiederholst letzten Endes die ganze Zeit eine bestimmte Sache. Wenn du aber wagst und über den Tellerrand hinausgehst, dann entdeckst du dich selbst neu. Ja? Da merkst du, der Psychologe kommt wieder raus. Ja? Und das ist für mich persönlich eine ganz wichtige Angelegenheit. Muss ja nicht für jeden wichtig sein. Aber die Freiheit will ich mir nicht nehmen. Ich will mich immer wieder neu entdecken. Ja, guter Rat an alle da draußen. Die Ausstellung noch zu sehen bis 28.01.2023. Das war Kahn. Vielen Dank. Jo.